3. Entdeckungsreise ins Herz Gottes einer Frau, als ich eines Nachts in meinem Studierzimmer über den Hebraica saß und entdeckte, dass mein Freund Gott auch meine Freundin ist, war ich ziemlich überrascht, konnte mich diesem Gedanken aber auch nicht mehr entziehen. Darüber hat doch schon unser alter Freund Edmund Schlink in seinem ökumenischen Dogmatik geschrieben. Erzählen lassen, dann fiel mir ein, dass man im Volksmund ja auch sagt, die Butter hält die Familie zusammen. Das ist doch genau der Dienst der Heiligen Geistes, der ein Pfingsten die ganze Kirche geboren hat. Während ich also mitten in dieser Nacht so über den hebräischen Briefen brütete und mein Freund Gott mir lächelnd über die Schultern schaut, dämmerte in meinem Bewusstsein langsam ein neuer Morgen, auch wenn der Name Hakodesh auf den ersten Blick als etwas gewöhnungsbefertig erscheint. Offenbar uns doch die Sprache meines Freundes Gottes, Gott, Jesus, von Anfang an etwas ganz Wesentliches über die dritte Person Gottes, was bis in unserer Zeit vor allem von Männern gern verdrängt wird. Ach ja, ich vergaß, ich wollte ja noch ein Gebet für dich sprechen und da nehme ich einfach mal Römer 8, Vers 26 in Anspruch, wo es heißt, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft, wenn wir nicht so genau wissen, was wir für jemanden beten sollen und uns vertritt in unaussprechlichen Seufzern. Und so spreche ich jetzt ein Gebet für dich. Ah. Amen. Oder auch. Kasharatsa bakataba rusuboloko wechelebara shuktonomo. Amen. Danke, lieber Henrik. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich beginne heute mit einer dreiteiligen Predigtserie über ein zusammenhängendes Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ruach HaKodesh, die geheimnisvolle dritte Person Gottes, ihr Wesen, ihre Frucht und ihre Gaben. Und ich will heute beginnen, über das Wesen des Heiligen Geistes zu predigen, über die heilige Ruach, von der Jesus sagt, dass sie wie Ströme lebendigen Wassers von unseren Körpern fließen wird. Die Esoteriker würden vielleicht sagen, dass der Heilige Geist uns wie eine Aura umgibt. Und da möchte ich Ihnen in diesem Falle auch in keinem Fall widersprechen.
Menschen spüren nämlich, dass mit den Christen etwas anders ist. Und das hängt mit dem Heiligen Geist zusammen, der uns durchströmt. Eine Emnet-Umfrage hat eine unglaubliche Zahl veröffentlicht. Da heißt es, jeder zweite Bundesbürger, 53%, weiß gar nicht, was zum Beispiel an Pfingsten gefeiert wird, weiß gar nicht, dass es das Fest des Heiligen Geistes ist, geschweige denn, wer oder was der Heilige Geist ist. Aber auch uns Christen ist das ja nicht immer so klar, wie es mit dem Heiligen Geist so ist. Ist er eine Kraft oder ist er eine Person? Ist er das Energiefeld der Liebe, das von Jesus ausgeht? Und wenn er der Geist Christi ist, wie ist er denn dann auch eine eigene Persönlichkeit? So viele Fragen gehen einem da durch den Kopf. Und ich habe da in der Vorbereitung gesessen und habe mich gefragt, was ich euch Gutes und Neues über den Heiligen Geist erzählen könnte. Denn viele Sachen wisst ihr ja doch schon. Ihr macht euch ja auch Gedanken über theologische Zusammenhänge. Ihr wollt wissen, worum es bei Gott und der Beziehung zu ihm geht und wie sich das dann auch auf die Form von Gemeinde in unserer Zeit und in unserer Stadt Hanau auswirkt. Und das alleine ist schon eine Wirkung vom Heiligen Geist in euch. Aha, jetzt geht's. Jetzt ist ganz weg. Okay. Genau. 1. Johannes 2, Vers 27, doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, der bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist euer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch Gottes Geist lehrt und bleibt bei Christus. Also werde ich euch eben Dinge sagen, die ihr schon tausendmal gehört habt. Aber ich habe entdeckt, dass ich mich dabei auch gar nicht doof fühlen muss, denn in der Bibel steht ein genialer Satz, besonders für Prediger. Soll ich jetzt hoch oder runter? Genau, der ist es. Paulus schreibt nämlich in Philipper 3, Vers 1, euch öfter dasselbe zu schreiben oder in meinem Fall zu predigen, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Naja, und wenn der Paulus das sagt, dann muss es doch wohl stimmen. Das erste Mal bin ich dem Heiligen Geist... Das erste Mal bin ich dem Heiligen Geist 1976 begegnet und das ohne es zu merken. Es war an Fasching in einem Benediktinerinnenkloster, wo ich mich bekehrt habe. Die Geschichte habe ich einigen vielleicht schon mal erzählt, andere können mich später noch mal fragen. Auf jeden Fall war es dort so, dass ich wollte unbedingt das, was die Jugendlichen da in ihren Herzen zu haben schienen, das wollte ich unbedingt ausprobieren und habe mein Leben damals Jesus vorsichtig anvertraut. Und siehe da, es hat auch funktioniert. Irgendwie wusste ich nach diesem Gebet auf einmal tief in mir drin, dass Jesus mein Herr und mein Gott ist. Und erst viel später habe ich gemerkt, dass ich damit schon das erste Mal dem Heiligen Geist begegnet war. Und zwar fiel mir das auf, als ich wieder einmal Paulus gelesen habe. Denn da steht in 1. Korinther 12, Vers 3, deshalb tue ich kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das bedeutet also, ohne dass der Heilige Geist da etwas in mir angestoßen hätte, wäre es mir gar nicht möglich gewesen, Jesus als Gott und als Herr zu erkennen und ihn dann im Gebet auch so zu nennen. Das bereits ist ein Gnadengeschenk vom Heiligen Geist, ein Charisma. Und darum eben die erste Geistesgabe, die alle Christen jedes Mal anwenden, wenn sie Jesus im Gebet ansprechen und den Herrn nennen. Aber darüber erzähle ich euch mehr am 19. April, wenn ich die Heilig-Geist-Trilogie abschließe. Später im Studium fand ich dann heraus, dass die gesamte Kirche ja auf einem ganz interessanten Glaubensbekenntnis aufgebaut ist, nämlich dem Niceno-Konstantinopolitanum aus dem Jahr 381 nach Christus. In diesem Glaubensbekenntnis ist zusammengefasst, was die Christen so mit Gott erlebt haben und was sie daraufhin glauben. Es ist übrigens das einzige Glaubensbekenntnis, an das alle Christen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten glauben.
Und da steht über den Heiligen Geist Folgendes geschrieben. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zusammen angebetet und gepriesen wird, der durch die Propheten gesprochen hat. Und das fand ich nun sehr bemerkenswert. Auf der Grundlage der Bibel und ihrer persönlichen Erfahrungen halten alle Christen aller Zeiten daran fest, der Heilige Geist ist Gott. Das Problem ist nur, warum merken wir dann im Normalfall so wenig davon? Ich meine, ich wusste über den Heiligen Geist theoretisch schon viel länger Bescheid, bevor ich ihn das erste Mal in meinem Herzen spürte. Zum einen hängt das sicherlich damit zusammen, dass das mit dem Heiligen Geist immer so eine geheimnisvolle Sache zu sein scheint, die so ein bisschen spooky ist und die man doch lieber den Verrückten überlässt, die so auf Hardcore-Emotionalität stehen. Zum anderen hängt es aber auch ein wenig damit zusammen, wie wir über den Heiligen Geist reden und denken, was für Vorstellungen wir uns über sein Wesen machen. Aber bevor ich euch jetzt von meiner Begegnung mit dem Heiligen Geist erzähle, wollen wir uns erst noch mal eine gute Grundlage verschaffen. Ich will euch anhand der Bibel zeigen, dass es vor der ganzen Hardcore-Emotionalität erstmal eine felsenfeste Grundlage für die alltägliche Begegnung mit dem Heiligen Geist gibt. Das mit der Grundlage ist übrigens genauso, wie es auch beim Alkohol ist. Bevor man sich darauf einlässt, sollte man sich immer eine gute Grundlage verschaffen und ordentlich was essen. Den Heiligen Geist mit Alkohol zu vergleichen, ist übrigens keine Erfindung von mir, sondern kommt von Paulus, der im Epheserbrief schreibt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, werdet voller Geist. Will sagen, berauscht euch nicht mit Alkohol, sondern berauscht euch mit Heiligem Geist. Interessant, ne? Dass die Bibel immer wieder so provokativ ist. Und es ist auch interessant, dass wir dazu neigen, in unserem Sprachgebrauch und in unseren Übersetzungen immer wieder diese Provokation eher weich zu spülen. Wenn wir jetzt also das Neue Testament aufmerksam durchlesen, dann kommen wir zunächst einmal auf eine verblüffende Aussage in den Abschiedsreden von Jesus. Denn wenn wir Johannes 16, Vers 7 ernst nehmen, wo Jesus sagt, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das doch, der Heilige Geist ist, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist und dort zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, der da sowieso schon die ganze Zeit war, dann ist der Heilige Geist der einzige im Moment auf dem Planeten Erde anwesende Gott. Oder um es in der Sprache der Sängerin Pink auszudrücken, wenn Gott ein DJ ist, dann ist der Heilige Geist der Residential DJ auf Planet Earth. So ist das. Wir haben von Gott ja oft so eine grafische Vorstellung von einem Dreieck. Und die obere Spitze ist Gott, der Vater. Und die beiden Punkte unten sind Jesus und der Heilige Geist. Aber in Wirklichkeit ist es genau andersrum. Wir müssen in unserer Vorstellung das Dreieck auf den Kopf stellen. Und dann wird ein Schuh draus. Die beiden oberen Punkte sind der Vater und Jesus. Und die in die Erde gerammte Spitze des Dreiecks, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist als der Geist Christi unsere Verbindung zum Vater und zu Jesus. Gott, der Vater, ist die Person der Dreieinigkeit, die hauptsächlich die Welt geschaffen hat. Nun sitzt er aber im Himmel und wacht über seiner Schöpfung. So verstehe ich zumindest als ein Beispiel Matthäus 5, 45, euer Vater, der in den Himmeln ist, lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen und er lässt es regnen für Fromme und für Gottlose. Und es gibt auch noch andere Stellen, die uns diesen Sachverhalt andeuten. Der Vater lässt es regnen, er erhält die Grundkonstanten der Welt am Leben, damit alles funktioniert, aber er fuhrwerkt nicht direkt in den Zusammenhängen der Welt herum. Gott, der Sohn, Jesus, ist zunächst auf die Erde heruntergekommen und Mensch geworden, hat die ganze Erlösung vollbracht, aber nach seiner Auferstehung ist er zum Vater in den Himmel geflogen. Johannes 16, Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Diese Tatsache wäre für mich übrigens auch ein akzeptabler Grund, Himmelfahrt auch Vatertag zu nennen, weil Jesus zu seinem Vater in den Himmel geflogen ist.
So, nachdem Jesus dort angekommen war, betet er seitdem bis hin zu diesem Augenblick heute Morgen rechts neben dem Thron für uns. Hebräer 7, Vers 25, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, also betet, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Oder auch in Römer 8, 34, wer wollte es wagen, die Christen zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr, er ist vom Tod auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Das ist also die biblische Grundlage über die Aufenthaltsorte der einzelnen göttlichen Personen. Und da bleibt nach Adam Riese also nur noch eine Person übrig, als Repräsentant der Dreieinigkeit auf der Erde, und das ist der Heilige Geist. Und das bedeutet, dass jede Gotteserfahrung, die wir je gemacht haben oder noch machen werden, eigentlich eine Begegnung mit der dritten Person Gottes ist, dem Heiligen Geist. Trotzdem erleben wir persönlich natürlich auf einer kognitiven, verstandesmäßigen Ebene, also das, was wir mit dem Verstand einigermaßen so begreifen können, in unseren Gotteserfahrungen auch den Vater oder den Sohn. Und das kommt daher, weil der Heilige Geist der Repräsentant des dreieinigen Gottes in unserer Mitte ist. Und weil er als solcher nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, reden wird, wie Jesus in Johannes 16, Vers 13 sagt. Aber das, was dabei in deinem Herzen brennt und immer wieder auch dieses unglaubliche Glücksgefühl hervorbringt oder auch diese tiefe innere Gewissheit, dass Gott wirklich da ist, das alles und noch viel mehr macht der Heilige Geist. Jetzt will ich euch aber wie versprochen auch erzählen, wie es das erste Mal war, als ich dem Heiligen Geist begegnete. Das war zu der Zeit, als ich noch Jugendarbeit im Evangelischen Jugendwerk in Frankfurt gemacht habe. Da traf ich mitten in der Stadt auf Menschen, die in einer Freude und Radikalität Jesus nachfolgen wollten, wie ich das bis dahin noch nicht erlebt hatte. Ich hatte eher immer so die Vorstellung gehabt, dass Nachfolge eine ernsthafte und darum auch unglaublich schwere Angelegenheit ist. Aber hier wurde einfach fröhlich gelebt, damit gerechnet, dass Gott in Form des Heiligen Geistes führt und leitet und eingreift. Einmal zum Beispiel standen wir in der B-Ebene von der Hauptwache und haben Musik gemacht. Und plötzlich hört mein Freund Roy einfach auf zu singen und brüllt in die B-Ebene, ich rufe alle Penner Frankfurts, kommt sofort hierher. Und dann kamen sie plötzlich, alle auf uns zu, aus jeder Ecke. Und mein Freund Roy dreht sich zu mir um und sagte, hey Micky, was machen wir jetzt? Ich hatte nur den Gedanken im Kopf, die Penner zu rufen. Hast du einen Gedanken, was Gott jetzt tun will? Mann, da kam ich aber ins Schwitzen. So, wir haben dann für sie gebetet und hatten in diesem Sommer bis hinein in die nächsten Jahre immer wieder gute Kontakte mit ihnen. Und mit manch einem von ihnen gab es auch intensivere weitere Kontakte bis hin zu Wiederherstellungen einzelner Schicksale. Aber angefangen hat es damit, dass einer bereit war, darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist zu einem Menschen reden kann und dann einen spontanen Gedanken, also eine Begegnung mit dem Heiligen Geist genommen hat. Und zweitens dann auch darauf vertraut hat, dass der Heilige Geist jetzt auch wirklich eingreifen würde. Also sich in irgendeiner Form bei den Menschen bemerkbar machen würde. Das ist dann zunächst einmal schon ganz oft eine emotionale Sache. Also etwas, was du in dir drinnen spürst. Ich bin dann damals mit diesen Leuten nach Amsterdam gefahren, weil ich mehr mit der dritten Person Gottes erleben wollte. Und an einem Morgen hatten wir dann alle zusammen eine Gebetszeit. Wir waren ungefähr 120 Personen. Es lag eine samtene Stille wie schweres Parfum über dem Raum. Und die Zeit schien so einen Augenblick still zu stehen. Und dann erklangen in verschiedenen Ecken des Raumes knospenhaft einzelne Stimmen, die irgendwelche belanglosen Silben sangen. Und auf einmal war es so, als ob eine riesige Hand alle Stimmen in einer sanften Bewegung einsammelte und sie dann mit einem gewaltigen Ruck nach oben zog und wir uns plötzlich mitten in einem herrlichen Dom wiederfanden, ausgefüllt mit rauschendem Engelsgesang. Ich habe keine Ahnung, wie lange das damals gedauert hat, aber es hat mich nachhaltig beeindruckt und ich kann es immer noch hören, auch jetzt nach 25 Jahren. Und das war mein erstes Mal in Sprachen singen und es war einfach großartig.
Ich hatte die Gabe des Sprachengebets, eine Gabe des Heiligen Geistes, damals zwar offiziell noch gar nicht empfangen, aber das war mir irgendwie egal. Es war so schön, dass ich einfach mitsingen wollte. Ich habe irgendwas mitgesungen und gemerkt, wie meine Liebe zu Jesus dadurch noch mehr entzündet wurde. Und das ist dem Heiligen Geist auch die Hauptsache, dass wir nämlich, egal was passiert, mehr von Jesus verstehen, mehr von ihm in uns aufnehmen und mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Ob das geschieht durch das Lesen eines Bibelverses, der dir auf einmal so erscheint, als sei er ganz plötzlich für dich geschrieben, oder durch das Miterleben eines Wunders oder einer Krankenheilung oder durch wildes Gelächter und auf dem Boden herumrollen, als wenn du total betrunken wärst, das ist dabei völlig nebensächlich. Der Heilige Geist will und wird immer Jesus verherrlichen. Und das immer für dich ganz persönlich, so wie du persönlich es brauchst in deiner Lebenssituation. Und wenn dir ein normaler liturgischer Gottesdienstablauf Angst macht und dich von Jesus fernhält, dann wird er dir eben die hardcore-emotionale Variante schenken. So, und jetzt das Ganze noch einmal etwas wissenschaftlicher, damit man auch besser dran glauben kann. Der dreieine Gott begegnet dem Menschen im Heiligen Geist als ein personales Gegenüber. Das löst erkennbare Wirkungen in dem Menschen aus, sodass man den Heiligen Geist infolgedessen auch als eine Kraft beschreiben kann. Was jemanden erfüllt, das bewegt ihn und wird schließlich zur bestimmenden Mitte seines Lebens. All seine Gedanken, Empfindungen und Entscheidungen werden dann von dem, was ihn erfüllt hat, geleitet. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Zum Beispiel Römer 8, Vers 14. Beim Christsein geht es um einen dynamischen Prozess, in dem der Heilige Geist das Leben eines Menschen entsprechend den Zielen Gottes verändert. Man kann sagen, der Heilige Geist erzieht uns, wie eine Mutter ihre Kinder erzieht. Gott, der Vater, erweckt unsere Identität in uns, aber Ruach HaKodesh, wie der Heilige Geist eigentlich richtig auf Hebräisch heißt, vollendet an uns trotz allen Widerspruchs der Menschen das, was Gott, der Vater, in seiner Schöpfungstat am Anfang begonnen hat und was Gott, der Sohn, Jesus am Kreuz vollbracht hat, nämlich die Erschaffung einer paradiesischen Beziehungs- und Liebesgesellschaft, wie es in 2. Korinther 3, Vers 17 heißt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und daraufhin, auf die Freiheit, bewegt sich unser persönliches Christenleben zu und daraufhin bewegen sich auch alle unsere Gemeindestrukturen zu, wenn wir uns vom Heiligen Geist erziehen lassen, führen lassen, leiten lassen. Man sagt ja auch im Volksmund, die Mutter hält die Familie zusammen. Und genau das ist auch der Dienst des Heiligen Geistes, der ja an Pfingsten die ganze Kirche geboren hat. Und dieser Gedanke, dass der Heilige Geist die Kirche geboren hat, das hat in mir dann irgendwann Fragen aufgeworfen und mich schlussendlich dazu geführt zu erkennen, dass der Heilige Geist in Wahrheit der weibliche Teil der Dreieinigkeit ist. Wie komme ich darauf? Weil ich über die Geschichten gestolpert bin, die über den Heiligen Geist erzählt werden und die auch Jesus selbst über den Heiligen Geist erzählt. Warum ist das mit den Geschichten so wichtig? Wenn ich sagen soll, wer ich bin, dann erzähle ich am besten meine Geschichte. Jeder von uns hat seine unverwechselbare Geschichte, jeder ist seine Geschichte. Ein Mensch ist das, was man zu ihm sagt und was man über ihn sagt und was er selbst über sich erzählen kann und was er daraus mit seinem Leben macht. Als Israel sagen wollte, was es selbst ist und wer sein Gott ist, erzählte Israel seine vielen Geschichten, die es mit Gott erlebt hatte. Eben unser Altes Testament. Als die Christen erzählen wollten, wer Jesus ist, erzählten sie viele Einzelgeschichten, die sie mit Jesus erlebt hatten. Eben unser Neues Testament. Und wenn wir sagen wollen, wer der Heilige Geist ist und wie unsere Beziehung zu ihm ist, dann sind eben auch die vielen kleinen Einzelgeschichten wichtig, die wir über den Heiligen Geist erzählen und hören. Und darum will ich uns jetzt einfach noch einmal ein paar Storys aus der Bibel vor Augen stellen, damit unser Bild vom Heiligen Geist lebendiger, realistischer, plastischer und in Folge sehr viel inniger wird. Auch wenn der Name Ruach HaKodesh auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig erscheint
offenbart uns doch die Sprache Jesu von Anfang an etwas ganz Wesentliches über die dritte Person Gottes, was bis in unsere Zeit vor allem von Männern gerne verdrängt wird. Ruach HaKodesh ist sowohl im Aramäischen wie auch im Hebräischen weiblich. Das heißt, immer wenn Jesus von dem Heiligen Geist gesprochen hat, dann haben die Jünger und alle, die drumherum standen, gehört, die Heilige Geistin. So hörten die Ersten davon, als Jesus vom Heiligen Geist erzählt hat. Durch die Übersetzungen der ursprünglichen aramäischen und hebräischen Vorstellungen ins Griechische und Lateinische hat sich der ursprüngliche Fokus der Betrachtung der Heiligen Ruach Gottes verschoben. Und aus der Heiligen Ruach, die über der Urflut brütete, wurde plötzlich der Heilige Geist. Jesus aber auf Aramäisch vom Wirken des Heiligen Geistes spricht, dann tut er das immer in mütterlichen Bildern, die selbst bis in das Griechische hinein noch durchklingen. So erklärt er seinen Jüngern in Johannes 6, Vers 62, das Pneuma ist das, was lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Pneuma und Leben. Pneuma, womit der Heilige Geist gemeint ist, und Leben schenken, werden in diesem Vers also fast gleichbedeutend gebraucht. So wie eine Mutter ihrem Kind das Leben schenkt, so macht auch die Heilige Ruach lebendig, will Jesus damit sagen. Ich habe auch noch keine überzeugende Sprachregelung gefunden, darum pendle ich zwischen dem Gewohnten, der Heilige Geist und die Heilige Ruach Gottes hin und her. Eine weitere Story über das Wesen des Heiligen Geistes hören wir in dem Gespräch mit Nikodemus, als Jesus ihm in Johannes 3, 5 erklärt, dass man nicht in das Reich Gottes kommen könne, wenn man nicht aus der mütterlichen Ruach geboren würde. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und das Gebären ist doch offensichtlich etwas Weibliches. Und wenn wir die Bibel auf das Wirken des Heiligen Geistes hindurch suchen, dann finden wir noch viele Stories mehr in diese Richtung. Die Heilige Ruach Gottes schafft Leben und ist Energie. Sie stiftet Beziehungen und Miteinander. Die Ruach HaKodesh bestätigt uns unsere Gotteskindschaft, indem sie uns so wie eine Mutter immer wieder von morgens bis abends einflüstert, dass der Vater uns lieb hat. Und sie überführt uns von Sünde und vertritt uns beim Beten, wie wir es vorhin schon in der Lesung gehört haben. Hinweise auf diese verborgenen Aspekte Gottes hat es immer wieder gegeben. Die Kirchenväter haben bis ins 4. Jahrhundert hinein immer wieder weibliche Vorstellungen vom Heiligen Geist als Trösterin und Mutter in ihren Schriften. Und auch in der Kunst gibt es immer wieder solche Anspielungen. Da gibt es zum Beispiel das berühmte Trinitätsfresko aus dem 12. Jahrhundert im bayerischen Urschalling am Chiemsee, das den Heiligen Geist als rosige junge Frau mit Heiligenschein neben Gott, Vater und dem Sohn Jesus Christus darstellt. Ich denke jedenfalls, wenn wir Gott ganz erleben wollen und nicht nur teilweise, dann dürfen wir auch nichts von Gott ausklammern. Und dann erscheint es mir ratsam, die Mutterschaft des Heiligen Geistes als klar erfassten Glaubensinhalt anzuerkennen. Das tut vor allem den Frauen gut, weil sie erkennen können, dass sie nicht auf irgendwelchen Umwegen in Gott vorkommen, sondern dass sie doch direkt in der Dreieinigkeit vorkommen und dass es schon immer so war. Und es tut den Männern gut, weil damit allen unrealistischen Männlichkeitsfantasien in Bezug auf Gott ein für alle Mal ein Riegel vorgeschoben wird. Unserem Gottesbild fehlt jedenfalls eine wesentliche Seite, solange wir die Weiblichkeit Gottes nicht wahrhaben wollen. Denn es ist das Erste, was wir in der Bibel lesen, was der Mensch von Gott widerspiegelt,
Und Gott schuf den Mensch zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er ihn. Gott ist also nicht geschlechtslos, wie wir meinen. Er ist Mann und er ist Frau, denn das spiegeln wir von ihm wider und das als erstes. Er ist wahrscheinlich noch sehr viel mehr als das, aber das ist er auf alle Fälle. Ganz zum Schluss aber nun noch nach diesen vielleicht provozierenden Gedanken noch eine letzte Wirkung des Heiligen Geistes, die ich heute ansprechen will, und die finden wir in den Versen Johannes 16, 13, 2. Korinther 3, 17 und Römer 8, 2. Johannes 16. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er verkünden. 2. Korinther 3. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das heißt ganz einfach, was auch immer euch auf dem Gebiet des Heiligen Geistes begegnen wird, inklusive meiner Predigt heute, wenn es euch nicht freier macht und wenn es euch nicht näher zu Jesus bringt, dann vergesst es einfach wieder. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Verstoffwechseln dieser Gedanken und beim Diskutieren, Nachdenken und Beten und Anwenden. Es ist natürlich nichts, auf das man einfach so kommt. Man wacht nicht morgens auf und denkt sich, ach, so ist das. Sondern es ist ganz oft unseren Augen verborgen, so wie es in dem Lied auch heißt. Aber es ist auch tatsächlich so, dass Gott sich von uns finden lässt, wenn wir ihn suchen. Wenn du dich auf die Suche machst und sagst, Gott, ich will die Wahrheit rauskriegen, ich will wissen, was es um dein Wesen ist, dann wirst du merken, dass er sich dir offenbaren wird, dass er sich von dir finden lassen wird. Ob du da nur in der Bibel lese bist, im Gebet oder im Lobpreis, wie wir es jetzt tun werden, das ist ganz egal. Deswegen beginnen wir auch mit diesem ersten Lied, unseren Augen verborgen. Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und ich schlage vor, dass du dein Herz weit aufmachst und dass du mit Leidenschaft diesen Text singst, um zu erleben, dass Gott sich von dir finden lässt. Amen. Wenn du magst, dann bekenne doch jetzt mit mir zusammen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch die heilige Ruach, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an die heilige Ruach, die heilige, weltumspannende Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Kentoro soledeke, namakuto solo botekeba. You know what I mean? Yeah. So, hope to hear from you soon.